Guten Morgen hier am Seetag. Ich hoffe, man hört mich. Ihr seht schon hinter mir die Heckwelle von unserer MSC Seashore. Es ist herrliches Wetter. Es ist natürlich noch ein bisschen frisch jetzt auf See. Es ist jetzt früh morgens noch. Wir waren gerade frühstücken. Da blende ich euch gleich noch mal ein bisschen was ein vom Bedienrestaurant, wo wir heute waren. Ja, und ansonsten werden wir heute einen ganz entspannten Tag auf See genießen und noch weiter das Schiff ein bisschen anschauen. Eins kann ich sagen, es gibt so herrliche Außenplätze hier. Ich drehe das jetzt mal, denn ihr seht hinter mir die Infinity Pool. Und wie ihr seht, es ist Seetag, aber es ist noch fast alles leer. Man kann also überall noch schön sitzen. Man kann hier die Pool liegen, wie ihr seht, da kann man sich hinsetzen und dann mit den Füßen ins Wasser und diesen tollen Blick genießen. Und es ist wirklich überall noch Platz. Natürlich, es gibt Bereiche, wo es ein bisschen voller ist, zum Beispiel beim oder in dem Indoor-Pool-Bereich, weil es, wie gesagt, noch leicht frisch ist. Aber ihr seht, ich bin auch schon kurzärmlich und ich bin ja nun wirklich eine Frostbeule. Von daher seht ihr schon, es ist trotzdem herrlich. Und ja, wir gucken mal, was der Tag noch bringt. Euch nehme ich natürlich mit. Und dann schauen wir mal. Und gleich ist also Kapitänsempfang oder nachher, das ist mehrfach, wo der Kapitän eben auch die Gäste begrüßt und alle ja, ein bisschen schicker ankommen quasi. Ja, und da freue ich mich schon drauf, weil die letzten Male bei Royal Caribbean gab es das leider so nicht mehr. Also es gab diese Galaabende oder Formal Nights, aber der Kapitän hat eben nicht mehr zu den Gästen gesprochen, warum auch immer. Fotos gab es leider auch keine mehr. Die gibt es allerdings heute auch nicht, zumindest habe ich das nicht gelesen, dass das irgendwo wäre, sonst konnte man auch bei MSC damals immer ein Foto mit dem Captain machen. Aber zumindest werden wir ihn nachher sehen, er wird die Ansprache halten und das ist sicher ein ganz toller Rahmen, gerade so auch in dem Atrium, was ja auch alles sehr schön ist mit diesen Swarovski-Treppen und so weiter, also auch eine schöne Atmosphäre. Ja, und da bin ich ganz gespannt, nachdem wir den Tag eher so ein bisschen relaxed angegangen sind hier auf See, schaue ich mal, was der Abend hierzu bringt. Ja, ich muss mich jetzt noch ein bisschen fertig machen und dann geht's los.